Machst du Feierabend? Hallo? Hallo? Entschuldigung, können Sie mal bitte aufmachen? Ja gut, es war eine rauschende Nacht. Vielleicht auch eine berauschte. Aber schließlich wird mir nur einmal im Leben 53. Geh und zieh dir was Hübsches an! Nimm das Ding weg, das ist kein Spielzeug. Ich weiß. Es reicht! All die Jahre habe ich das mit mir machen lassen. Aber es reicht! Du wirst mich nie wieder anfassen. Jetzt möchte ich nur noch von euch Jungs wissen, ob ihr öfter vorhabt, euch nachts mit irgendwelchen Gangs zu prügeln. Mir gefällt nämlich dein Gesicht, wie es ist. Das war eine Ausnahme. Versprochen. Das hoffe ich. Also, ich gehe dann mal ins Bett. Ich muss morgen früh raus. Gute Nacht. Gute Nacht. Tut mir leid, ich weiß, ich bin zu spät. Du hast keine Ahnung. Ganz offensichtlich hast du nicht die geringste Ahnung. Weißt du eigentlich, wie lange ich hier schon sitze? Natürlich hast du keine Ahnung. Oder du weißt es ganz genau, aber es ist dir egal. Es ist mir nicht egal. Seit 4 Stunden ist unsere Reservierung abgelaufen. Die Reservierung, die wir für unseren 2. Jahrestag gemacht haben. Ein Tag, der für mich besonders ist, auf den ich mich schon die ganze Woche gefreut habe. Mann, ich mich auch, aber mein Job ist... Der Job? Was für ein Job? Du hast keinen Job. Du bist nur der Bimbo von irgendeinem Bullen, der Probleme mit seinem Fall hat. Ist noch nicht mal eine richtige Ausbildung, die du da machst. Du verschwendest deine Zeit. Ich habe dich darin unterstützt, weil du davon überzeugt warst und weil du es machen wolltest. Und diese Leidenschaft will ich dir auch nicht nehmen. Aber wenn du diesen Zeitvertreib ohne richtige Aussichten auf einmal vor mich stellst, dann habe ich ein Problem damit, Chris. Wow, das ist es also. Du glaubst nicht an mich. Du glaubst, dass ich rumspiele und meine Zeit verschwende und dass mir dieses Bulle-Spielen wichtiger ist als du. Wow, und das von dir. Ich kann dich gerade nicht mehr sehen. Willst du mich rauswerfen oder was? Ich laufe in diese Tankstelle rein und mir das härteste Zeugs kaufen, was die da haben, weil ich mich besinnungslos betrinken. Ich bin wie ein Trance. Weil mich meine Mutter ein paar Minuten früher angerufen hat und mir in ihrer unvergleichlich sensiblen Art mitgeteilt hat, dass mein Bruder frontal in einen Baum gerast ist. Ich will mich nur noch betäuben und alles vergessen. Also laufe ich zum Alkoholregal. Ich kann mich nicht entscheiden, was das Härteste ist. Ich drehe mich zur Seite und da steht ein junger Mann mit der letzten Flasche Captain Morgan in der Hand und sieht mich an. Sieht mich an. Ich schaue ihn an. Dann zur Flasche, dann wieder zu ihm. Er sieht zur Flasche, dann wieder zu mir. Er sieht mir so tief in die Augen. Er sieht mich so an, wie mich noch nie jemand angesehen hat. Und gibt mir die Flasche.